haben heute Sonntag und es ist jetzt ungefähr schon 11 Uhr. Ich bin gerade aus der Badewanne. Ben hat auch schon gepackt, der wollte nämlich unbedingt mit rein. Und ich muss mal gucken, wo Apollo ist. Apollo ist noch nicht da. Ich weiß gar nicht, wo er ist, der müsste hier irgendwo draußen sein. Ich wollte jetzt Apollo füttern. Und Kolja macht gerade die Kinder fertig, also die haben jetzt gerade gefrühstückt. Also Ben hat vorhin schon was gegessen, aber ja, weiß ich auch nicht. Jedenfalls hat er jetzt den Kindern nochmal was zu essen gegeben, sagen wir so. Das ist so ein spätes Frühstück, kein Mittagessen, so ein spätes Frühstück quasi. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir auf den Spielplatz gehen wollen, bevor die Kinder dann irgendwann Mittagsschlaf machen. Deswegen füttere ich jetzt nochmal schnell Apollo und sammle jetzt die Sachen zusammen und dann gehen wir gleich auf den Spielplatz. So, Apollo ist gefüttert. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo der ist. Ich glaube, meine Eltern haben den nebenan hingesperrt. Also aufs andere Grundstück. Weil heute nämlich eigentlich hier ein Umzugswagen stehen sollte da hinten. Deswegen haben wir doch nicht geparkt. Deswegen ist alles frei. Ah ja, da ist Apollo. Ich sehe ihn schon. Und deswegen haben meine Eltern ihn, glaube ich, aufs Nachbargrundstück gepackt, dass er dann nicht die ganze Zeit bellt, wenn die da die ganze Zeit stehen. Aber entweder sind die schon weg. Oder die kommen noch und jetzt lasse ich erstmal raus. Es ist ein bisschen kalt. Also nicht kalt, aber so windig. Muss ich gleich vorher nochmal. Seht ihr meine Haare? Hallo Apollo! Oh, Apollo freut sich. Polly, komm her! Jetzt hallo! Oh. Nicht gegen die Sprechen. Voll gegen mein Knie. Also es ist ein bisschen kälter. Ich muss auf jeden Fall Kolja nochmal sagen, dass Mia, die hat nämlich nur ein Kleid an. Und Ben hat, glaube ich, auch nur was Kurzes an, so ein T-Shirt angehabt. Das ist hier auf jeden Fall irgendwie ein Pullover oder so anziehen müssen, weil es ist mir sonst windig. Und ja, mit nassen Haaren ist auch nicht so praktisch. Aber ist jetzt egal, die trocknen ja schnell. Oh, jetzt hat Apollo so ein Essen gesehen. Schnell hingerannt. So, deswegen müssen die sich jetzt nochmal umziehen und dann gehen wir los. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Siehst du dich gerade aus? Ja. Wir sind gerade wieder zu Hause, oder schon länger zu Hause. Wir haben gerade eben die ganzen Holz abgedreht. Hier hängt ein Puzzle. Von den ganzen Shopping-Geschichten. Jetzt habe ich auch voll keine Lust mehr. Ben, was machst du denn da? Ben hat dann mittendrin angefangen zu heulen. Dann mussten wir den auch noch hochholen und es ist Chaos pur. Ja, ich möchte jetzt erstmal was essen. Wir waren ja vorhin auf dem Spielplatz. Wir haben noch Tamme getroffen. Also das war ganz cool eigentlich. Jetzt ist es aber auch schon... Ben! Oh, er hat gerade Koyas Anzug gehabt, den musst du auch sofort runterbringen, ja. Sonst riecht er nach Essen. Koya geht mir ein bisschen auf den Nerven, weil er ungefähr den 500. dummen Spruch gerade gemacht hat und es mich einfach nervt langsam. Koya bringt jetzt seine ganzen Sachen nach unten, er kann kaum noch was tragen. Hi. Und die Hemden, also ich zeige euch das mal ganz kurz, damit ihr mir das Ausmaß seht, aber die genauen Sachen zeige ich euch dann im Hall, oder haben wir im Hall gezeigt sozusagen. Aber ja, das ist sozusagen das Ausmaß von den ganzen Sachen. Da sind, ich glaube, 7 Hemden oder 8 Hemden bei und eine Hose und noch eine Hose. Und das müssen wir erstmal alles waschen. Und das sind unsere Schuhe, die wir so gekauft haben. Und ja, so sieht es dann nach so einem Haul aus. Und ja, die müssen wir alle waschen. Und ja, waschen, trocknen, bügeln und so weiter und so fort. Aber das machen wir alles später. Hier ist auch noch überall Verpackung, das muss man auch noch runterbringen. Und Mia pennt jetzt irgendwie noch. Ich habe jetzt vorhin schon angefangen, also ich habe schon zwei... Ben, pass mal auf. Was machst du? Möchtest du runtergehen? Ben geht jetzt, aber schön vernünftig und vorsichtig. Ben, wir machen das jetzt so, dass Ben jetzt immer selbstständig die Treppe runtergehen darf. Ich zeig's euch mal. Gehst du bitte auf den Popo runterrutschen, Ben? Rutsch mal auf den Popo runter. Ja, genau, das ist sicherer. Ja, rutsch mal auf den Popo runter. Was denn? Ich verstehe dich nicht, wenn du einen Nuki drin hast. Ja. Oder rückwärts. Rückwärts geht auch, genau. Katzi. Ja, auf jeden Fall habe ich heute schon ein Video geschnitten und sogar schon online gestellt, weil ich dachte mir, wenn ich das heute um 17 Uhr online stelle, heute spielt nämlich Deutschland. Kommt nicht so gut, guckt sich dann eh keiner an. Und jetzt bin ich gerade dabei, das nächste Video zu schneiden und habe mir jetzt parallel ein paar... wie heißen die Dinger? Geflügel-Dinos gemacht, so Chicken Nuggets mäßig. Und werde die jetzt erstmal essen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch so weiteres heute machen. Richtig Lust habe ich nicht. Ich bin eigentlich mega schlecht gelaunt. Schon die letzten ein, zwei Tage. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht kriege ich meine Tage. Ich habe keine Ahnung, wie bin ich schlecht gelaunt. Und ja, so lustlos und so. Ja, muss auch mal sein. Aber auf jeden Fall will ich jetzt erstmal
Video weiter schneiden, was essen und dann schauen wir mal, was wir machen. Eine Freundin von mir hat auch gefragt, ob wir nicht zum Grillen vorbeikommen wollen oder hier wird grillen aber ich, also, und halt zusammen Fußball gucken. Aber ich bin allgemein nicht so der Fußballfan, auch nicht so zur WM oder so. Und ich habe einfach gar keinen Bock. Ich bin so lustlos. Ich bin halt, ich habe auf gar nichts Bock. Kennt ihr das? Habt ihr auch solche Phasen? Ja, ich habe die jetzt schon ein paar Tage. Naja, vielleicht hilft dir jetzt erstmal was essen und dann schauen wir weiter, was der Tag so bringt. So, ich habe hier meine Haushaltshilfe, Mia Maus. Mach mal als erstes hier diesen Pott rein. Der muss da unten rein. Einfach reinlegen, da wo die Wäsche auch reinkommt. Genau, super. Weil da ist das Waschmittel drin. Und warum geht das dann raus? Wie geht das? Da ist ja Papier da drin. Nee, das ist so wasserlöslich. Jetzt kannst du das alles reinpacken. Mia wollte mir nämlich heute mal helfen bei der Wäsche. Aber so langsam, wie du das machst, du guckst ja jedes einzelne Ding einzeln an mir. Genau, oh, super. Da sind nämlich Papas ganzen Hemden drin. Und die ganzen Hosen, die wir neu haben. Ne? Passt alles rein? Muss ich niemand helfen? Da passt gar nichts mehr rein. Habe ich das zu voll gemacht? Nee, warte mal. So Film und das sind noch Socken, die sind ganz neu. Die haben wir, glaube ich, vergessen sogar zu zeigen, ne? Genau. Und warte mal, jetzt macht Mama hier nochmal Waschmittel-Zeugs dran. Wir haben zwar schon so einen Pott, aber... Ja, aber ich will nochmal ein bisschen von diesem Schwarzwaschmittel reinmachen. Oh, Mama, darf ich dann noch aufdrücken und so? Ja, warte mal, ich muss... Warte mal kurz. Und Mama, wir haben doch immer diesen Pulver reingemacht. Hm. Warum machen wir das jetzt nicht mehr? Mia hat gerade gefragt, warum wir kein Pulver mehr reinmachen, weil wir jetzt ja so Flüssigwaschmittel haben. So. Ein bisschen mache ich immer noch rein. Und dann mache ich noch einen Schuss Weichspüler rein. Den dreh mal auf, Mia. Ja, ein bisschen. Mach mal auf. Hältst du fest? Da kommt das rein. Ein Schuss. Noch ein Stückchen. Ja, so. Genau. Jetzt kannst du es zumachen. Mia lernt nämlich schon, wie man Wäsche wäscht, ne? So, und jetzt musst du auf... Was machen wir denn immer auf? D40. Auf D musst du hier drücken. Also nein, so drehen. A, B, C, D. Jetzt musst du nur noch auf Start drücken. Genau. Mach gleich klack. Und jetzt geht's an. Super, Mia! Dankeschön! Jetzt riecht das. Perfekto, manirecto. So, Ben ist jetzt auch mit runter mit Papa gekommen. Wir wollen jetzt noch kurz in den Garten gehen. Kannst du das Ding mal abmachen? Ich kann das nicht mit einer Hand machen. Ja, wir wollen jetzt noch in den Garten gehen, da ein bisschen was machen. Heute spielt ja Deutschland, also ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Deutschland, Fußballgott. Oh, wie süß. Ben und Mia gehen hier so Hand in Hand. Also ich habe jetzt nicht so eine große Lust auf Fußball, aber okay. Wir haben es auch schon nach 16 Uhr, also es ist dann bald, was machst du da? Ist auch bald soweit. Ja, wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen in den Garten gehen, noch ein bisschen was gucken und halt Wäsche waschen und so was wir machen. Ben, komm mit und dann schauen wir gleich mal, ob wir hochgehen oder was wir jetzt noch so Neues treiben heute. So, wir sind jetzt wieder im Garten meiner Eltern angekommen und haben uns mal die Kirschen angeguckt und die sind, zeig mal die Kirschen, die du da hast, Liebling, die sind dunkelrot, die sind auch richtig süß momentan, also die sind richtig gut und wir werden die jetzt pflücken. Da ist unsere Leiter und wir können jetzt auf jeden Fall ein paar pflücken. Machst du das? Ich will auch pflücken. Auf jeden Fall sind die... Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber die sind mehr als reif. Die sind perfekt eigentlich. Die schmecken auch richtig, richtig süß. Ich möchte auch pflücken. Auch pflücken? Guck mal, da hängen noch ganz, ganz viele. Siehst du die? Ja, die hole ich jetzt mal runter, damit mir auch, also den Ast ein bisschen runter, damit mir auch pflücken kann. So, wir haben jetzt eine ganze Menge Kirschen gesammelt und ich habe jetzt einen neuen Trick herausgefunden, weil mein Kirschentkerner, den ich mal gekauft habe, ist nämlich voll der Fail gewesen. Ihr nehmt einfach so eine Flasche, in dem Fall eine Bierflasche, und dann macht man das so und dann eigentlich macht man das mit einem Strohhalm. Ich glaube, mit einem Strohhalm passt das auch besser. Und dann drückt man hier quasi so rein und dann fällt der Stein und also dieser Kirschkern unten runter. Ich muss das mal mit dem Strohhalm machen. Darf ich euch mal zeigen, was wir machen? Wir machen ein Milch. Wir machen ein.
Schmatt. So macht man das. Also man legt die einfach hier oben hin. Drückt man so drauf. So ein bisschen drücken. Mami! Und dann seht ihr das? Da geht der Kern so runter. Also ist ein bisschen. So hundertprozentig funktioniert es auch nicht, aber es funktioniert besser als dieser Kirschentkerner. So, wir machen jetzt einen Kirschenmilchshake. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Kirschen. Meine reizende Assistentin hilft jetzt dabei. Machen wir alle Kirschen da rein. Super. Die vermatschen die gleich. Und jetzt ein bisschen Milch rein. Ist Mama Stoppsaft? Mehr, mehr, mehr. Mehr, 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 mehr. Stopp. Also wir haben jetzt hier so viel Milch. Und das mixt die Mama jetzt mal schnell. Ich mach mal Licht an. Ja. Man kann auch noch andere Sachen rein tun. Ben kriegt gleich einen Bananenshake. Möchtest du auch ein paar bisschen Banane rein haben? Nein, ich mach mit. Wir machen gleich einen. Wir haben jetzt die Bananen hier. Ja. Oh oh. Nee, Mama, die packen wir aber nicht da rein. Oh oh. Wenn das alles ist, in eine andere und dann machen wir noch Bananenshake. Aber wir packen jetzt nicht Bananen rein. Ja. Ja. Danke. Bitte. So, der Kirsche-Shake ist schon fertig. Und ich habe so ein Ding, hat mir Kolja, glaube ich, mal vom Penny mitgebracht. Das war jetzt die ganze Zeit im Eisfach. Das ist quasi gekühlt. Und da packen wir das jetzt rein. Und warte mal. Wir packen ganz, ganz viel rein. Alles. Ja, alles passt nicht, Mia. Und das kann jetzt einfrieren. Warte mal, Ben, du kriegst gleich einen Nani. Das kann jetzt einfrieren. Oder das wird jetzt ein bisschen kälter, dadurch, dass das hier so eingefroren ist. Das kann Mia gleich trinken. Ben, hör auf. Und hier habe ich mal Banane eingefroren. Das ist so ganz reife Banane, die ich nicht mehr essen mochte. Und Ben irgendwie auch nicht mehr. Ben, hör auf damit. Und da mache ich jetzt einen Bananenshake für Ben. Ja, und für mich. So, die beiden Kinder essen oder trinken jetzt ihre Shakes. Mia hat den in diesem Dings. Es wird halt ein bisschen kälter. Es ist eher so eismäßig. Und Ben hat einen mit Banane. Trink mal, Ben. Muss mal aus dem Strohhalm trinken. Kleiner Mann. Und Kolja sitzt da und guckt Fußball, aber läuft nicht so. Ne? Das ist vielleicht, weil wir hier nicht so eine Deutschland-WM-Stimmung haben. Naja, auf jeden Fall essen die Kinder jetzt ihren Shake. Also essen, trinken, ihr wisst, was ich meine. Ben, du musst aufpassen, dass der nicht runterfällt. Also ich muss immer grün, weil der ist gerade hier schon hart geworden. Richtig cool, ne? Kann man bestimmt auch ein Eis draus machen. Meine Mutter hat jetzt auch einen Shake bekommen und ja, ich lasse das jetzt erstmal noch mal da liegen, falls die Kinder noch was essen wollen. Ich muss mich jetzt erst noch mal ums Video kümmern, weil ich hatte ja vorhin noch eins geschnitten, das muss ich jetzt noch mal hochladen. Und ja, eigentlich wollte ich auch lernen, aber wisst ihr, ich habe so keinen Bock auf Lernen. Nächste Woche Samstag ist die Prüfung noch 6 Tage und ich habe noch gar nicht richtig gelernt. Deswegen, was mache ich vielleicht heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind, aber momentan habe ich keine Lust. Ich kümmere mich jetzt erstmal um YouTube, gucke, was da so abgeht und dann müssen wir bald auch schon 17.41 Uhr, schon fast 18 Uhr. Krass. Naja, mal gucken. Oh nein, Ben hat irgendwas gemacht. Ich muss mal schauen, was er da gemacht hat. So, es ist schon spät. Später, es ist kurz vor 8. Und ich habe schon wieder schlechte Laune oder immer noch schlechte Laune. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich bin einfach nicht zufrieden heute. Okay. Wenn ihr fragt, warum hat Kolja gesagt, ich bin ein Stinkstiefel. Ja, ich weiß auch nicht. Heute bin ich so mit nichts zufrieden. Also, egal was ich mache, bin ich also einfach unzufrieden. Habt ihr auch manchmal solche Tage? Ich weiß es nicht. Ja, und ich weiß halt, woran es liegt, ne? Habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Es ist eingetreten und ja, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls einfach schlecht gelaunt und weiß ich auch nicht. Ich kann es gar nicht beschreiben. Müssen würde ich mich umdrehen und schlafen. Aber mein liebster Mann, das muss ich ja echt mal sagen, ich habe an Kolja ja viel, viel rumzumeckern, das wisst ihr ja. Ja, aber meckern auch dein Hobby ist. Meckern ist auch mein Hobby, deswegen. Nein, also ich habe an Kolja immer viel rumzumeckern, aber Kolja weiß einfach, wie er mich nehmen muss.
Das hört sich jetzt voll komisch an, ne, Liebling? Wie er mich nehmen muss. Nein, also er weiß, wie er, also wenn ich zum Beispiel schlecht gelaunt bin, wie er dann mit, wie er mich dann behandeln muss, wie er mit mir umgehen muss. Keine Ahnung. Und jetzt weiß er einfach, ich habe schlechte Laune, ich bin zickig und was macht mein Mann mir? Er bringt mir eine riesengroße, ich habe schon ein Stück abgebissen. Sorry. Aber er bringt mir eine riesengroße Pizza ans Bett und erlaubt mir auch im Bett, sonst macht Koi immer blöde Sprüche, wenn ich im Bett esse. Aber nein, diesmal sagt er einfach, hier, nimmst du die Pizza, isst du im Bett. Jetzt macht er uns bestimmt gleich noch Lucifer an und dann... Nee. Doch, macht er gleich. Du hast noch deine Mini-Pizza. Achso, ja, er hat auch noch Mini-Pizza gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo sind die Mini-Pizza? Jetzt kriege ich auch noch einen ganzen Teller Mini-Pizza. Ja, musst du doch essen. Nein, die teilen wir uns. Also, da sind auch noch Mini-Pizzen. Also, ich esse keine ganze Pizza und Mini-Pizza, aber ich will halt so ein Stück Mini-Pizza, ein Stück Pizza und so. Pizza-Pasta, das ist eine meiner Lieblings-Pizzen. Ich und möchte jetzt auch ein bisschen Rührei-Spezial. Nee. Willst du wenigstens mal sagen, ja, was alles drin ist? Dann komm her, zeig mal. Zu Ei drin. Ja. Das Rührei. Mit Rest aus dem Kühlschrank. Nicht hier hin auf meine Decke legen. Nee. Was ist denn das mit alles? Zucchini und Peperoni und Pilze und... Nee, Pilze nicht. Ach, Pilze nicht, naja. Alte Würstchen. Ich kann nur Reste essen. Reste essen. So, auf jeden Fall, die Kinder sind im Bett. Die schlafen auch schon, das ist nämlich schon ruhig unten. Und wir werden jetzt hier im Bett essen und einfach den Tag ausklingen lassen. Ich werde, glaube ich, früh ins Bett gehen. Ich werde auf jeden Fall früh ins Bett gehen und ja, ich wollte euch nur mal sagen, so geht der Tag jetzt zu Ende. Und Koya ist einfach ein lieber Ehemann. Der weiß, was er... Schneidet sie eh raus. Das nein, das schneide ich nicht raus. Er ist einfach ein lieber Ehemann und weiß, wenn ich schlechte Laune habe, wie er mit mir umgehen muss. So, und ich wünsche... Links, rechts, links, heiß, Jolle! Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt bessere Laune als ich. Bis dann, tschüss!